Meine Damen und Herren, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, endlich ist es soweit, die Witzrakete. Na gut. Nee, ich hab total Bock. Ich weiß nicht, was ihr heute Abend noch vorhabt. Ich habe mir gerade eben hinter dem Vorhang fest vorgenommen, mich heute Abend noch komplett wegzufenstern. In Duisburg. Und ich werde ja oft gefragt, wie man auf sowas alles kommt. Und ganz ehrlich, Leute, um auf sowas zu kommen, braucht man natürlich neben viel Fantasie auch immer einen ordentlichen Schuss Obstler ins Müsli. ich habe noch einen Hinweis für euch. Ich bin zurzeit auf Tournee. Riesenüberraschung für viele. Es gibt weitere Termine auch hier in der Nähe. Alle Termine auf johannkönig.com. Wenn es euch gefallen hat, sagt es einfach weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es einfach Leuten, die euch nicht gefallen. Dann kommen die eben. Und ich habe jetzt noch das Buch mitgebracht, in das tatsächlich auch Leute in der Pause Witze reingeschrieben haben. Das war ja die Aufgabe, in der Pause Witze reinzuschreiben, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Und darum dachte ich mir, ich gucke hier jetzt nochmal rein, ob hier was dabei ist, was man hier vorlesen kann. So. Nö. Was stand da? Was sind die letzten Worte des Nachtwächters? Ist da jemand? Nö. Ja, der braucht ein bisschen, ne? Wo wohnt die Katze? Im Mietshaus. Was zahlt die Katze jeden Monat? Mieze oder was? Treffen sich zwei Rosinen. Ach, den kennen wir schon. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Lehrling und Schalke 04? Der Lehrling kann noch Meister werden. Warum macht Kevin Korani Werbung für Nutella? Weil er Nutzpli nicht sprechen kann. Hier, der passt sogar. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel. Der Tod klopft bei Hesters an. Johannes Hesters macht die Tür auf und ruft, Simone ist für dich. Ein Buckliger geht in die Bäckerei und sagt, ich hätte gerne ein Brot. Sagt die Bäckereifrau, schlucken Sie doch erstmal das eine darunter. Guten Tag, ich hätte gerne 2 Pfund Gehacktes. Das heißt jetzt aber Kilo. Okay, dann nehme ich 2 Pfund Kilo.
Was ist grün und trägt ein Kopftuch? Eine Gürkin. Komm, einen noch. Fred und Klaus unterhalten sich. Sag mal, gestern auf der Party, die hatten doch ein goldenes Klo, oder? Was? Nee, hab ich nicht gesehen. Doch, sagt Klaus, die hatten ein goldenes Klo. Niemals. Okay, wir gehen nochmal hin. Sie klingeln an der Tür des Gastgebers und sagen, Entschuldigung, wir waren gestern auf der Party ihrer Tochter. Stimmt das, dass sie ein goldenes Klo besitzen? Eine ältere Dame steht in der Tür, blickt die beiden an und ruft in den Flur, Hermann, hier ist das Schwein, das dir in die Posaune geschissen hat. Ja, vielen Dank von mir für euch, an euch. Das kann ich aber so am Schluss nicht stehen lassen, ohne nicht auch nochmal zwei Tagebucheinträge vorzutragen. Es ist ja so, nach so einem Auftritt, wenn ich dann in der Garderobe sitze, ja, dann frage ich mich immer als allererstes, will ich da nochmal hin? Und ganz ehrlich, Leute, ich denke drüber nach. Auf jeden Fall fände ich es schön, dass wenn wir uns wiedersehen sollten, ich fände es schön, wenn ihr in der Zwischenzeit ein bisschen was tun würdet, was den Fortbestand der Bildungsschicht angeht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr noch nicht so lange zusammen seid, traut euch doch heute Abend mal. Wenn ihr schon lange zusammen seid, überwindet euch ein letztes Mal. Wäre doch schön, wenn wir uns vermehrt wiedersehen würden. Und ich möchte jetzt noch zwei Tagebucheinträge vorlesen und der erste ist der 22. Mai. 22. Mai. Fifi kommt von der Arbeit nach Hause. Dann sagt sie, sie glaubt, sie hätte gestern Abend bei Ups die Pancho ein Video gesehen, auf dem Hein Mück wie besoffen durch unsere Wohnung torkelt. Als hätte man ihn vorher 10 Minuten im Kreis gedreht. Ich schaue sie an und sage, 5. Du Schwein, sagt Fifi, du benutzt meinen Sohn, um für dich Geld zu verdienen. Du Schwein, du Schwein, du Schwein. 23. Mai. Habe geträumt, dass der liebe Gott, weil ich so böse bin, mir über Nacht einen Schweinekopf verpasst hat. Der Traum war so realistisch, dass ich mich nicht traue, in den Spiegel zu gucken. Bin ganz alleine zu Hause, brauche Ablenkung, hole ein Päckchen Gras aus der Schublade, baue mir eine ordentliche Monstertüte und ziehe endlich mal wieder amtlich einen durch. Herrlich, gehe in ein Mückzimmer und beginne zu reden und zu singen. Kate, kate, ü, ja, ü. Ja, bip, 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 ja. Dann wird mir schlecht, gehe ans Fenster, Nonnen kommen vorbei. Ich rufe, na ihr Pinguine. Dann wird mir total übel, schaffe es gerade noch zu Hein Mücks Bett. Und kotze auf sein Kopfkissen. Da kann er mal sehen. Plötzlich geht die Tür auf, Fifi kommt rein, hinter ihr Hein Mück und Hector Pascal. Alle drei rufen laut im Chor, wer kotzt in fremde Betten rein? Der Papa, das bekiffte Schwein. Eine Woche später, habe das Gefühl, dass mich die Leute in meinem Viertel komischer angucken als sonst. Lächelnd oder angewidert. Im Supermarkt sagt die Käsefrau, na Herr König, Katte, Katte, höher, höher. Oder heute lieber Fifi, Fifi, höher, höher. Nonnen haben wir nicht. Bekomme eine schreckliche Ahnung. Gehe nach Hause und werfe den PC an. Und da wird mein Verdacht bestätigt. Fifi hat mit meiner Kamera die komplette Kiff-Orgie aufgenommen und bei YouTube reingestellt. Dort steht sie auf Platz 2 der beklopptesten Videos aus aller Welt.
Name, Katte, Katte, höher, höher. Nur noch getoppt vom ewigen Tabellenersten, seit Jahren auf Platz 1, Handbetrieb im Randgebiet. Dankeschön. Vielen Dank. Komm so. Meine Scheiße. Das war uns auch noch so. Ja, was kann man noch erzählen, ne? Ach komm, ich setz mich noch mal hin, ne? Komm, noch, was noch? Oh. So sieht das aus, wenn man sich nicht impfen lässt. Ich habe neulich mit Fifi ferngesehen und im Fernsehen kam eine Reportage über Schweine. Und Fifi zeigt zum Fernseher und sagt, guck mal da, Verwandte von dir. Habe ich gesagt, ja, Schwiegereltern. So, ich sing noch ein. Der Abend ist jetzt gleich zu Ende. Es war der schönste Abend des gesamten Tags. Gleich klatsche nochmal alle in die Hände. Dann Verbeugung, Remi Demi und das war's. Ich werde euch nie mehr vergessen. Ach Johann, jetzt red nicht so ein Stuss. Euer Applaus war immer angemessen. Und darum besingen wir jetzt am Schluss. Und alle, bitte, bitte, blas mir ein Luftballon auf. Bitte, bitte, Luftballon auf. Bitte, bitte, blas mir ein Luftballon auf. Ich bin so schlecht drauf. Dankeschön, das war's von mir. Danke, Duisburg, bis zum nächsten Mal. Bleibt so, wie ihr seid. Ich komme wieder, wenn ihr wiederkommt. Es war super. Vielen Dank an euch. Danke, Duisburg. Tschüss. Das wird ehrlich, oder? So machen wir's. Und schön, dass ihr hier wart, schön, dass es euch gibt. Manchmal glaube ich, wenn es euch nicht gäbe, dann müsste ich richtig arbeiten. Dankeschön, vielen Dank euch, Duisburg.
Ja,